Hallo und willkommen zurück bei Runaway 3. Wir sind in der Irrenanstalt in, ja, Happydale und müssen flüchten. Schauen wir erstmal, was der Junge in der Tasche hat. Jettons und ein Trichter. Ja, der Trichter aus dem zweiten Teil, denke ich mal. Vor ein paar Tagen ist er im Schwesternzimmer kaputt gegangen. Sie mussten Chuck rufen, um ihn zu reparieren. Vor ein paar... Mit bloßen Fäusten? Sehr schlechte Idee. Gabo hat es nach seinem Geschmack eingerichtet. Dank dem Einfluss, den er hier genießt. Hey, Gabo. Wir reden später weiter, Gabo. Okay. Abgemacht. Wir dürfen uns hier nicht umsehen. Okay, Gabo ist auf jeden Fall anscheinend ein Helfer für uns. Ich teile es mit Marcello. Im Moment ist nur Quickle da. Die alte Gummizelle. Als Bennett hier anfing, hat er solche Methoden verboten und deswegen wurde sie eine Art Abstellraum, bis wir sie übernahmen. Unmöglich. Dieses Schwein Kurgan hat den Schlüssel auf der anderen Seite stecken lassen. Da spielt jemand 3DS, beziehungsweise Nintendo DS. Wir sind alle da. Die Verrückten und die, die auf uns aufpassen. Die Bildergalerie ist ganz praktisch. So weiß man, wer wer ist. Schließlich kann sich jeder hier als Dr. Jekyll und Mr. Hyde entpuppen. Ich habe ihm bis jetzt vertraut. Er sagte mir, es sehe gut für mich aus. Und am Ende wollte er mich nur ins Gefängnis stecken. Ich verstehe nicht, warum sie mich auf den Tod nicht leiden kann. Sie ist ein guter Mensch und lässt sich bis zu einem gewissen Punkt gut überlisten. Meine Güte, auf dem Foto sieht er wie ein Grobian aus. Ich frage mich, warum man ihn Nuno Pfahlgesicht nennt. Das Schwein, die Schwierigkeiten, die er mir gemacht hat. Von allen Bewohnern Happydales ist er der Beständigste. Da er einen grauen Star hat und halb taub ist, misstraut er jedem. Ist aber ein ganz lieber Kerl. Er nimmt die Tüte fast nie vom Kopf. Bennett hat mir erzählt, Gabo habe so viele psychische Probleme, dass er im Guinness-Buch der Rekorde steht. Das hat schon was, oder? Man merkt, dass mir die letzten Monate nicht gut bekommen sind. Der große Marcello Montes, wie er leibt und lebt. Der Arme hat richtig starke Halsschmerzen. Eins wird man von ihm nie hören. Einverstanden. Geht nicht. Quickle ist da und heute hat er einen seiner Tage. Hey, Marcello! Ja, das ist aber schön. Was ist es genau? Eine Blume. Und sie ist für mich? Sie ist wunderschön. Ein wahres Wunder der Natur. Danke, Marcello. Gern geschehen, Basco. Das scheint ja ein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Ich habe wirklich Glück mit ihm als Zimmergenossen. Es zeigt auf perfekte Art und Weise den Fall des großen Künstlers, der als Verrückter endet. Der ultimative Beweis, dass der große Marcello auf den besten Bühnen der Welt zu Hause war. Obwohl, man hätte das Plakat mit Photoshop und Elementen aus diversen Fundstellen im Internet basteln können, aber ich weiß nicht, mir scheint es ein Original zu sein. Sie können andere Schlangenmenschen sehen. Sie können andere Pantomimen sehen. Aber nirgendwo gibt es einen zweiten Pantomimen-Schlangenmenschen. Was er nicht sagt. Es zeigt auf perfekt. Der ultimative Beweis, obwohl... Ich weiß nicht. Alle Marker in der Dose sind leer, weil Marcello imaginäre Briefe mit ihnen schreibt.
Wozu denn? Der gehört Marcello. Marcello kann ihn bewegen. Schließlich gehört er ihm. Marcello, ich hätte da mal eine Frage. Ist es wahr, dass du der erste Pantomimen-Schlangenmensch der Welt warst? Das sagt man. Es scheint, die Leute haben meine Auftritte geliebt. Vor allem die Nummer mit der imaginären Schachtel. Wie ging die Nummer mit der imaginären Schachtel? Das musst du dir so vorstellen. Es war der typische Auftritt eines Schlangenmenschen, bei dem der Künstler sich wiederholt zusammenfaltet, bis er in eine ganz kleine Schachtel oder Kiste hineinpasst. Aber der Clou, mein Beitrag dazu war, dass ich eine imaginäre Schachtel benutzte, was alles viel schwieriger macht, weil es einfacher ist, eine wirklich vorhandene Schachtel zu benutzen. Basco hasst Pantomimen. Basco hasst Schlangenmenschen. Basco hasst alle Pantomimen-Schlangenmenschen. Also gut, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Wechseln wir das Thema. Sag mal, warum hältst du die Hose mit der Schnur? Ich sehe viel lächerlicher aus als mit meinen Hosenträgern, oder? Du sagst es. Gestern hat sich einer der Träger gelöst und Miss Palmer fast ein Auge ausgefetzt. Zum Glück ist nichts passiert. Was für ein Glück. Ja, dann hat Miss Palmer eine tolle Idee gehabt und sie verbrannt. Wie bitte? Mit einem Feuerzeug. Sie hat die Hosenträger verbrannt? Aber du hast sie geliebt. Was für ein widerliches Miststück. Ganz ehrlich, Marcello, du bist nicht verrückt. Du bist eher etwas verblödet. Also gut, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Nicht nett, nicht nett. Ich gehe dann mal, Kumpel. Ist gut. Die gehören Marcello. Mein Wecker, etwas zum Lesen und einige Kartons. Es tut mir in der Seele weh, meine Exemplare der Brico Science Illustrated hier liegen lassen zu müssen, aber ich kann sie unmöglich mitnehmen. Ich habe den Wecker gern gehabt, aber da ich ab heute Nacht frei sein werde, brauche ich ihn nicht mehr. Vor ein paar Tagen ist er im Schwesternzimmer kaputt gegangen. Heute Nacht komme ich raus, das schwöre ich. Nein, dann kommt nur eine Mückenplage rein. Man könnte sagen, dass die Gitterstäbe Dicke am Reinkommen hindern. Ich glaube nicht, dass irgendwas von Marcello mir weiterhelfen könnte. Gucken wir mal, ob wir irgendwas übersehen haben. Ja. Yep. Sein Bett ist unordentlicher als meins, nicht wahr? Es gehört Marcello. Darunter habe ich eine Packung Bonbons versteckt. Ja, ich hole die Bonbons. Hm? Ein Buschmesser? Wo kommt das her? Das darf niemand bei mir sehen. Ach ja, die Bonbons darf ich nicht vergessen. Nein, darunter liegt nur mein Schlafanzug. Den nehme ich nicht mit. Es ist nicht so gemütlich wie unseres, das Gina für die Wohnung in Manhattan gekauft hat, aber ich denke jetzt lieber nicht an sowas. Ich bin viel zu aufgeregt, um schlafen zu können. Nein, darunter liegt nur Marcellos Schlafanzug mit bunten Entchen drauf. Er ist ziemlich groß. Ah. Da drin sind meine Klamotten. Sieh mal an. Ich hatte noch gar nicht bemerkt, dass es auch hier drin eine Klappe zum Lüftungssystem gibt. Gabo meint, dass der Schrank zu nah an der Klappe steht, als dass man durchkäme. Aber versuchen kann man es ja mal. Es geht tatsächlich nicht. Der Schrank lässt zu wenig Platz zum Durchschlängeln. Ich kann die Klappe nicht benutzen. Ich müsste schon ein Gummimensch sein, um da reinzukommen. Was ein Zufall, wir kennen einen Gummimenschen. Das geht unmöglich. Ich habe es einmal versucht, als mir ein Foto von Gina aus der Hand fiel.
Ich konnte ihn nicht einen Millimeter verrücken. Da drin sind meine Klamotten. Hör mal, Marcello. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Miss Palmer dieses Miststück deiner Hosenträger verbrannt hat. Naja, ich hätte nur dann Probleme, wenn ich auftreten sollte. Ohne Hosenträger kann ich nämlich nicht auf die Bühne. Aber es war zu meinem Besten. Das ist jetzt wieder so eine Gemeinheit von ihm. Warum bist du Pantomime geworden? Wenn ich das religiös verspreche, weil du dumm warst. Danach wird er sich wahrscheinlich wieder entschuldigen. Könntest du durch die Klappe der Klimaanlage steigen? Durch die Klappe? Ich täte es gerne, Basco, aber ich bin der große Marcello und kann mich nicht mit so einer einfachen Nummer abgeben. Das ist nur zu meinem Besten. Es geht um deinen großen Auftritt. Den mit der imaginären Schachtel. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht. Wie war diese imaginäre Schachtel? Sie war durchsichtig, quadratisch, mit einer Seitenlänge von 3 Handspannen. Die Klappe öffnete sich nach außen. Warte mal. Ich glaube, so langsam kann ich mir etwas darunter vorstellen. Ja, sie war imaginär. Man musste sie sich vorstellen. Die war aber klein. Wie konntest du da reinpassen? Unglaublich, oder? Stell dir nur vor, so klein zusammengefaltet war ich. Wechseln wir das Thema. Ich gehe dann mal, Kumpel. Ist gut. So wie ich ihn kenne, bereite ich das Terrain lieber ganz behutsam vor. Stellen wir uns vor, ich hätte eine imaginäre Schachtel. Könntest du dann die große Nummer für mich spielen? Nein, weil ich keine Hosenträger anhabe. Wie könnte ich ohne Hosenträger eine Nummer von solchem Kaliber spielen? Da würde doch jeder Glamour fehlen. Meine Güte, das ginge natürlich gar nicht. Na denn, ich werde meine Schachtel wohl für später aufbewahren müssen. Okay, wir brauchen Hosenträger. Da ist noch der Gemeinschaftsraum und Ernie, den haben wir schon getroffen. Er lässt uns machen, was wir wollen. Großartiger Typ. Das ist das Zimmer von Dr. Reset und Kurgan. Sieh mal an. Der Mistkerl hat Kleidungsstücke unter die Decke gelegt, damit man denkt, er schläft. Sodass niemand seine Abwesenheit bemerkt. Nein. Es ist nur Dr. Reset da und nach allem, was passiert ist, spreche ich lieber nicht mit ihm. Damit öffnet man die Sicherheitstür. Versuchen kostet nichts. Mist! Lass das sein, bitte! Hindert die Insassen daran, sich in andere Flügel zu begeben. Die geht nicht von allein auf. Es gehört Junior und Mr. Nice. Junior ist da. Er guckt durch das Fenster. Mit seiner guten alten Papiertüte auf dem Kopf. Nein. Das rote Licht über der Tür bedeutet, dass es gerade abgeschlossen ist. Hallo, Ernie. Warte mal. Was war das eigentlich für ein Geschrei? Ach, es ist gar nichts passiert. Kurgan und ich haben einfach Fangen gespielt. Was? Kaum zu glauben, dass du und Kurgan euch jetzt so gut versteht. Was brauchst du denn? Was hältst du von den Leuten in Happy Dale? Vom Personal oder den Insassen? Vom Personal. Von wem genau? Von den Ärzten. Mein Liebling ist Bennett. Er hat die Medikamente runterdosiert, die Gummizellen abgeschafft und auch die aggressiven Therapien. Das ist ein Arbeitstier. Von den Krankenschwestern? Die sehen alle unglaublich gut aus. Leider sind einige total zugeknüpft. Aber Miss Palmer, die Neue, der sehe ich nie in die Augen. Da sind 2 andere Dinge zu betrachten.
Außerdem hat sie einen völlig fiesen Mund. Und die anderen Aufseher? Die sind nicht schlecht, aber wer außer Ernie könnte dein Lieblingsaufseher sein? Entschuldige, ich wollte eigentlich deine Meinung über einen der Insassen erfahren. Über welchen? Gabo Spiegelman. Ich habe erfahren, dass jeden Monat ein Umschlag mit einer Spende von $1,000 in Happydale ankommt. Sie hat weder Unterschrift noch Absender. Als Gegenleistung bittet man nur darum, dass Gabo gut behandelt wird. Deswegen lebt der Typ, wie er will. Macht einen schon neugierig, oder? Interessant. Jacob Kurgan. Das ist ein böser Mensch, Basco. Komm ihm nicht mal beim Tischtennisspiel nahe. Der hat dir das Leben zur Hölle gemacht und wird es weiter tun. Ja, da stand zwar jetzt Fangenspielen, aber okay. Marcello Montes. Der ist mir sehr sympathisch, aber bei einigen seiner imaginären Freunde stehen mir die Haare zu Berge. Ozzy Sparrow Jr. Toll, dass du es geschafft hast, dass er die Tüte vom Kopf nimmt, Basco. Aber wiederhole es bitte nicht heute, sonst wird seine Heilung gefährdet. Lass uns mit dem Tratsch aufhören. Alles klar. Was spielst du da? Das ist kein Spiel, sondern die Elvis Brain Academy. Der helle Wahnsinn. Es ist toll, um das Gedächtnis zu trainieren und um mehr über den King zu erfahren. Ich kann alles auswendig. Naja, fast. Hältst du mich für verrückt? Mehr oder weniger. Mehr als Quickel, aber weniger als Junior. Ein bisschen wie Gabo mit einem Hauch Hollister, auf Marcello-Art sozusagen. Mit ein paar Eigentümlichkeiten von Mr. Nice. Verrückt wie ein Spieleentwickler, Basco. Nächste Frage? Ich sehe mich mal um, was ich so tun kann. Sei brav, wenn du kannst. Hallo, Miss... Deine Medizin. Schon wieder? Ich hatte doch gerade eine. Erinnern Sie sich nicht, dass... Du hast die Wahl. Geben Sie her. Schluck sie. So ist es gut. Und pass auf deine Sachen auf. Ich habe gesehen, dass Kurgan sich an deinem Kopfkissen zu schaffen gemacht hat. Wahrscheinlich hat er die Bonbons gestohlen. Wie? In Ordnung. Danke. Auweia. Sie ist darauf reingefallen. Gelobt sei der alte Kniff, Tabletten hinter dem Weisheitszahn zu verstecken. Seit wir das Casino eröffnet haben, sind sie nur Staubsammler. Nein, wenn ich eins haben wollte, würde ich eins von meinen nehmen. Die sind viel besser. Für einige Insassen sind sie eine Art Therapie. Nein. Hier hat jeder sein eigenes Päckchen zu tragen. Verbitterte Harpie. Würde mich nicht wundern, wenn es sich um einen Fall von verfrühten Wechseljahren handeln würde. Das ist eine Art Mensch ärgere dich nicht, wird aber mit Spucke gespielt. Ich brauche nicht lange zu suchen. Da sind nur ein paar Plastikbecher und... Die Kerzen von Hollisters Geburtstag. Fast wie neu. Da sind nur ein paar Plastikbecher und... Ups. Ein Glück, da... Aber... Da sind nur ein paar Plastikbecher und eine Menge Spucke drin. Soll sich ein anderer damit amüsieren. Der ist für die gebrauchten Pappbecher unserer Medikamente. Das ist eine Art Mensch ärgere dich nicht, wird aber mit Spucke gespielt. Ein Glück, dass Gina nicht gesehen hat, dass ich meine Hand da reingesteckt habe. Das hätte Ärger gegeben. Gina hätte jetzt gar nicht angefangen. Nicht mal mit Handschuhen, wie sie so schön sagt. Ich glaube, Quickel, der Typ, der früher Gewerkschafter war, hat sie so benannt. Quickel meint, dass die dort begangenen Taten den Namen rechtfertigen. Toilette, Miss Palmer. Verdammt. Murphys Gesetz in Reinkultur. Natürlich kriegt das Zimmer, das Frischluft am nötigsten hat, keine Zugangsluke zum Belüftungssystem. Reden wir mal mit der Unfreundlichen. Miss Palmer? Geh weg, Basco.
die neue Kapsel, die Sie mir gegeben haben. Wofür ist die? Bennets Anordnung. Ja, aber wofür ist sie? Bennets Anordnung. Bennets? In dem Fall? Wenn ich entscheiden könnte, wäre es kein Medikament. Und jetzt halt die Klappe. Das mit der Kapsel ist egal, aber ich habe noch weitere Fragen. Und ich habe keine Antworten für dich. Mann, ist sie unfreundlich. Sie sollten uns nicht mit dem Elektroschocker bedrohen. Und du nicht so nah kommen, wenn ich ihn dabei habe. Wann kommt Miss Carrington zurück? Das geht dich nichts an. Aber ihr geht es besser, oder? Das interessiert mich nicht. Wenn sie kommt, werden sie gehen, oder? Pass auf, was du sagst. Ich bin deine Krankenschwester. Was meinen Sie? War es ein Unfall oder ist sie gesprungen? Der Westflügel kann jeden verrückt machen. Miss Carrington hat sich in diesem Flügel recht wohl gefühlt. Ihr Sprung aus dem Fenster spricht dafür. Wahr ist nur, dass niemand je im Westflügel arbeiten möchte. Psychopathen sind selten sympathisch. Sie hatten doch gerade erst im Südflügel angefangen. Wie kommt es, dass Sie Miss Carringtons Platz einnehmen konnten? Der Südflügel ist ja so ruhig, nicht wahr? Was geht dich das an? Ach, ich vergaß. Ich wollte Sie etwas über Miss Carrington fragen. Ich werde traurig, wenn ich über Miss Carrington spreche. Reden wir über etwas anderes. Halt lieber den Mund. Wäre die Tafeltherapie nicht dran gewesen? Heute gibt's keine. Warum? Weil ich keine Lust habe. Ich brauche meine Tafeltherapie. Ich bin völlig übergeschnappt. Du wirst mich nicht überzeugen können. Ach gut. Ein Tag ohne Tafeltherapie ist kein Problem. Anregende Unterhaltung. Wir sehen uns später. In dein Zimmer. Eieiei. Steve freundlich. Vor ein paar Tagen ist er im Schwett. Ich liebe Bürobedarf. Und Kabelbinder. Aber das nur am Rande. Das ist genau nach meinem Geschmack. Wenn keiner etwas sagt, hat mich auch keiner gesehen. Ein Überbleibsel der Feier von Mr. Monty Hollisters Geburtstag. Nein, das kann Ernie oder sonst wer machen. Eine recht originelle Art, ein Bücherregal aufzubauen. Irgendwie eklig, nicht? Bitte nicht. Gestern habe ich den ganzen Tag gelesen. Mir tanzen die Buchstaben immer noch vor den Augen. Alles Mögliche erschreckt ihn. Laut Ernie ist er voll mit Briefen aus Atlanta, die vor mehr als 40 Jahren abgeschickt wurden. Das geht nicht. Mit Mr. Nice reden? Wo denkst du hin? Mr. Nice spricht nicht. Er kann nicht mal hören. Ich weiß, was passieren wird. Aber wenn du mir nicht glaubst, schau gut hin. Es läuft ab wie im Lehrbuch. Ruhig, Morgan. Niemand wird ihn dir wegnehmen. Er schafft es nicht, den Wagen anzulassen. Er hat auf seiner Geburtstagsparty so laut geschrien, dass er Halsschmerzen bekommen hat. Versuch ihn anzukriegen, Monty. Nein, Hollister würde seinen Wagen verlieren. Nein, wenn ich erst mal frei bin, werde ich genug Zeit haben, um so etwas zu spielen. Keinesfalls. Mr. Nice würde sie sofort vermissen. Mr. Nice Schrift ist, gelinde gesagt, etwas eigen.
Erstens, er ist erkältet. Es würde seine Halsschmerzen verschlimmern. Zweitens, er ist 102. Wir sollten nicht zu viel von ihm verlangen. Drittens, er hat mit über 90 seine Stimme verloren. Er ist 102. Wir sollten nicht zu viel von ihm verlangen. Versuch ihn anzukriegen, Monty. Nein, Hollister würde seinen Wagen verlieren. Alles klar. Ich glaube, die Farbe heißt generisches Blau. Sie führt zu den Luftschächten. Auf keinen Fall. Jeder könnte mich sehen. Genau darüber steht das Buch, der beste Freund des Menschen. Ich habe den Schlüssel nicht. Seltsam, dass es um diese Uhrzeit so still ist. Von mir aus, aber nur eine halbe Minute. Okay. Anscheinend war da noch was anderes zum Anklicken. Wie oft mag die als Wurfgeschoss benutzt worden sein? Einverstanden. Wartet der Savannenlöwe auf seine Beute. Nur die Schnurrbartspitzen zucken leise. Ekelhaft. Immer das Gleiche. In Ordnung. Immer noch auf der Lauer und wartet unter gleißender Sonne auf seine Beute. Keine Lust. In Ordnung. Er zieht weiter, rennt auf das dürre Land hinab, während der Splash, 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 das Mega-Hustentrajet. Wenn die Stimme versagt und der Hals tut dir weh. Splash, Splash. In Grissig! Keine Lust. Ah, da war gerade übrigens eine schöne Anspielung auf den zweiten Teil vom Dean. Alles klar. Unserem Klassiker-Archiv präsentieren wir voller Stolz Jack Lemmon und Shirley MacLaine in Das Apartment. Aber vorher eine kurze Mitteilung unserer Sponsoren. Aus unserem Klassiker-Archiv präsentieren wir voller Stolz Jack Lemmon. Ekelhaft. Immer das Gleiche. Okay. Ich mag nicht, aber das ist normal. Geht mir immer so, wenn ich auf der Flucht bin. Ist vielleicht eine Biostrategie, damit ich keine Spuren hinterlasse. Sie sind nagelneu. Das Paket ist nicht angebrochen. Moment mal, der Name. Vielleicht. Ich kann mal dem guten alten Opa da mal seine Stimme wieder zurückholen. Wenn die Stimme versagt, unterhaltst du dir weh. Splash, splash, splash. Das Mega-Husten-Dragé. Ein echter Flitzer. Erstens, er ist erkältet. Es würde seine Halsschmerzen verschlimmern. Zweitens, er ist 102. Wir sollten nicht zu viel von ihm verlangen. Drittens, er hat mit über 90 seine Stimme verloren. Viertens, er fährt mit 120 Sachen auf der Autobahn. Wenn ich ihn ablenke, endet er im Jenseits. Er hat mit über 90 Sachen...
nicht schlecht überlegt. Aber es würde zu lange dauern und Mr. Nice würde es merken. Oh, wir haben schon eine halbe Stunde voll. Da würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erstmal einen Cut und schauen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis dann!